Willkommen zu einer neuen Folge Mortal Kombat X und heute spielen wir Devorah, ihre Story. Sie ist ja sehr mysteriös, man weiß nicht wirklich viel über sie. Devorah. Und wir haben hier drei Varianten, einmal die Schwarmkönigin, dann die Brutmutter und natürlich Giftig. Und wir nehmen die Brutmutter. Alles klar, legen wir los. Die widerliche Devorah gegen die wunderschöne Cassie Cage. Hatte dich nicht erwartet, Devorah. Und was erwartest du nun? Einen leichten Sieg und eine kühle Dusche. Round 1. Fight! Da bin ich voll dabei. Ich gehe mit ab unter die Dusche und Cassie macht hier den First Hit. Devorah leider ohne Kapuze. Sorry, ich wusste nicht, dass die Brutmutter keine Kapuze trägt. Sonst hätte ich uns den Anblick hier auf jeden Fall erspart. Ich finde, es gibt nichts Schrecklicheres als eine Frau ohne Haare. Weiß auch nicht. Ich finde sowas schrecklich. Ich meine, eine Frau, die krank ist und sich die Haare irgendwie abrasiert oder sie verliert, ist eine Sache. Aber Frauen, die das absichtlich machen, sich die Haare runterrasieren, eine Glatze, ich finde das so widerlich. Da merkt man es, ich bin Sexist. Ich weiß, Frauen sollen auch das Recht haben, eine Glatze zu tragen. Aber mir gefällt's nicht. Ist eine freie Meinung. So, Devorah gefällt mir aber dafür sehr gut als Kämpferin, denn sie ist schnell, agil, hat krasse Fähigkeiten und kann sich einfach mal hier so eine Larve aus dem Ärmel zaubern. Und der X-Ray, der ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn man muss ihn anstreben. Das Ding wollte gerade ich nehmen, Cassie. Hallo. Und sie hat eine Wahnsinnsreichweite mit ihren Klauen da hinten. Mit ihren Zerkling-Klauen. Bam! Alles klar, der erste Fatality. Mal sehen. Oh, oh, aber den kennen wir schon. Den haben wir während der Story gesehen. Bam. Alter, sieht das aus. Nett, wirklich nett. Los geht's, Bienenkönigin. Meine Kinder werden sich an dir laben. Ich zerquetsche euch alle. Round 1. Fight. Lass ja meine Babys in Ruhe. Wenn meine Babys angegriffen werden, werde ich hier zur Bestie. Wow, wow, wow. Auch hier mit Schusswaffen. Irgendwie unfair, oder? Ich meine, wir haben nur diese Klauen und Säure und die hier haben alle Schusswaffen. Aber Säure funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ah, Mist, habe ich eben gerade eine Larve auf dich losjagen wollen. Und der springt einfach rüber. Komm schon, komm schon. Bam, X-Ray. Der Bienenschwarm. Blowjob von hinten. Der sieht mies aus. Ah, der X-Ray ist schon wirklich verdammt geil. Round 2. Fight. Diese hier freut sich auf deinen Tod. So sieht's aus. Devorah, ein Biest. Frau würde ich sie nicht nennen. Ein weibliches Biest, sagen wir mal. Bam! Besonders ihr Bauch finde ich so absolut widerlich. Also eins ist den Jungs hier wirklich gelungen, Devorah abartig und widerlich zu gestalten. Denn ich finde sie deutlich schlimmer als Melina. Ja, Melina hat zwar dieses abstoßende Maul, dafür aber einen sehr, sehr ansprechenden Körper und eine sehr schöne Stimme. Aber sie hier ist einfach nur widerlich. An ihr kann man einfach nichts schön finden, finde ich. So, der nächste. Moment. Entspann dich, Devorah. Den kennen wir noch nicht. Und da kommt der Bienenschwarm. Wow. Alter. Kranke Scheiße. Devorah wins. Fatality. Der war gut. Der war richtig, richtig gut. Schöner Fatality. Zur Seite, Kaitin. Der Imperator liegt dir nahe zu verschwinden. Um ihn kümmere ich mich als nächstes. Round 1. Fight. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie die Story am Ende von Devorah ist. Denn ehrlich gesagt, ich kann mir so gar nichts vorstellen, weil es gibt so wenig Infos. Über sie gibt es einfach so wahnsinnig wenige Informationen.
Wahnsinn, der Schaden von ihr. Dieser Schaden. Raiden ist gut. Ich prall hier ein bisschen über den Schaden. Und dabei werden wir geraped von Raiden. Wir genießen dein Leid. Round 2. Fight. Sie hat einen Schwarm hier. Immer in wir. Ah, er blockt hier meinen X-Ray. Das hätte so schön werden können. Erinnert aber wirklich sehr stark an die Zergs. Kerrigan lässt grüßen. Dieses Insektenartige mit den Klauen da hinten. Feuerball! Und er blockt natürlich. Er blockt natürlich richtig mies. Zack, zack, zack. Gut gemacht. Ey, ey, ey. Also die Runde hier gewinnen wir auch noch. Komm schon. So. Machen wir den hier. Oh, alter Raiden. Du sahst auch schon mal besser aus. Devora wins. Fatality. Oh ja, oh ja. Du bist gruselig. Der Schwarm will dich kosten. Tja, ich hoffe, er ist gerne durch den Strohhalm. Round 1. Fight. Ja, Johnny, immer eine dicke Lippe. Doch jetzt wird er sterben. Denn Devora ist mies. Devora ist richtig, richtig mies. Obwohl, ich muss sagen, er schlägt sich gar nicht mal so schlecht. Das muss man ihm lassen, den guten Johnny. Säure erstmal schön ins Gesicht. Au, alter Gebärmutter-Strike. Marke Johnny Cage. Ah, da wollte ich gerade wieder so eine Larve auf ihn losschicken, aber er lässt mich ja gar nicht aus der Ecke raus. Komm schon. Yes. Round 2. Fight. Sie kann ja auch fliegen. Die Alte kann auch fliegen. Was sie irgendwie noch widerlicher macht. Na, Mist schon wieder. Ich habe kein Händchen heute mit dem X-Ray. Hey, das ist cool. Das ist verdammt cool, Johnny. Einmal hier hinten die Leiche werfen. Guck mal hier, Säure. Normalerweise müsste die Leiche doch gleich wieder hochkommen. Jetzt bin ich natürlich wieder weg. Komm schon, wo bleibt die Leiche? Säure. Ah, jetzt ist sie hier drüben. Das Spiel mit der Leiche. Absolut nervig. Gut. Da kommt der Schwarm. Oh. Boah. Das ist wirklich asozial fies. Fleischfressende Insekten. Böse. Devora. Gib auf, Narr, und überlebe. Aufgeben kommt nicht in Frage. Round 1. Fight. Mann mit Hut gegen Frau mit Loch im Bauch. Muss man betonen bei Frauen, wo sich das Loch befindet. Wirklich jetzt, ich will doch nur die Oma schleudern. Gut gemacht, Omi. Boah, der ist gut. Der dreht hier gerade voll durch. Aber wir pieksen ihn tot. Alter, der Wirbel. Der Killerwirbel. Dieser X-Ray. Ich versau ihn jedes Mal. Ich versau ihn wirklich jedes Mal. Und er mit seinem Hut ist richtig böse unterwegs. Wie lag sie denn eben gerade am Boden? Habt ihr es gesehen? Round 2. Fight. Hat sich total zusammengekrümmt. Ah, ich will gerade hier ein Baby holen. So, friss mein Baby. Kinderarbeit. Devora schickt Kinder in den Krieg. Komm schon. Au!
blaues Blut. Schön. War knapp, war wirklich wieder knapp. Ich sehe gerade, mein Gesicht hier ist völlig zerschnitten. So, Baby. Ah, Babys sind fies, was? Babys sind fies. Meine Reichweite ist auch fies. Endlich, endlich mal wieder ein X-Ray. Lange, lange hat es gedauert, bis wir den Blowjob von hinten mal wieder sehen. 33% ist wirklich einer von den guten. So. Der Schwarm möchte einen Mann mit Hut verköstigen. Devora wins fatality. Devora wins fatality. Immer wieder schön zu hören. Devora. Du kannst nicht gewinnen, Augenloser. Deine Blicke werden dich verraten. Round 1. Fight. Der junge Kenshi ohne Augenbinde. Schon lange, lange nicht mehr gesehen hier als Gegner. Egal, trotzdem. Devora wird siegen. Davon gehe ich aus. Auch wenn er sich hier gerade wirklich extrem stark anstellt. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Kann die Tarzan-Moves. Kann mich durch die Gegend wirbeln. Nice. So, erstmal gepierst. Qualvoll, ja. Yep, sehr qualvoll. Aber darauf steht der junge Kenshi. Er steht genau auf solche Frauen. Zack, hier noch den X-Ray hinterher. Der Schwarm treibt ihn nach oben und der Blowjob von hinten. Wow, 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 wow. Der war ja richtig mies. Das war eng. Ja, da reibt sich ein blinder Mann die Augen, weil Devora gewonnen hat. Zack. Komm schon. Lass den verdammten Stamm liegen. Er macht hier den wunderschönen Breaker. Ja, das ist mies. Seine ganzen Psy- und Telekinese-Fähigkeiten sind echt dreckig. Jetzt ist aber gut. Komm schon. Also blocken kann er. Blocken kann der Mann wirklich gut. Das gibt es nicht. Alles abgewehrt. Zack. X-Ray als Konter. Und jetzt machen wir es schnell. Oh, das ist so nice. Besonders cool finde ich, dass auch jede Nase anders aussieht. Also man hat sich wirklich extreme Mühe gegeben bei den ganzen Details der Fatalities und X-Rays. So, komm schon, wir haben ihn doch. Yep, wir haben ihn. Alles klar, mein Freund. Zack, zack. Und raus mit den wichtigsten Sachen. Disrespect. Devora wins. Fatality. Er ist aber schön umgefallen. Das muss man ihm lassen. Du hast deinen Staatschef gestürzt. Das haben wir, ja. Er sagt, dass du es nicht wieder tun wirst. Round 1. Fight. Im Grunde kann es dir doch egal sein, oder Aaron? Ich meine, du machst doch eh nur, was für dich gut ist und nicht, was für andere gut ist. Irgendwie Aaron Black gefällt mir auch sehr gut, so von der Mentalität. Outlaw. Outlaw bis zum Schluss. Na, komm mal her, du. Deine Sandmoves, die funktionieren hier nicht. Aber blocken kann er.
Ah, Sand ins Auge. Dagegen ist Kenshi immun. Würde mich mal interessieren, ob er wirklich immun ist. Wahrscheinlich nicht, aber es wäre witzig. Es wäre wirklich witzig, wenn Aaron Black ihm volle Kanne Sand ins Auge schleudert und Kenshi einfach sagt, I don't care. Lava. Ah Mann, ich will hier die Keule. Bam. Und zack, der noch hinterher. Aaron, sorry, aber irgendwie kannst du nie was. Du bist eine volle Niete. Du bist zwar ein cooler Typ, aber auch irgendwie eine Niete. Und genau deswegen werden wir dich essen. Bams! Mahlzeit! Au! Devorah wins Fatality. Wie sich das wohl anfühlt, bestimmt nicht gut. Devorah! Du wirst Futter für den Schwarm. Ich hoffe, er mag Stiefelleder. Round 1. Fight. Lecker, lecker Stiefel. Klar. Der Schwarm liebt Stiefelleder. Oh, Sonja, die ist schnell. Schnell und blond. Und hat jede Menge Granaten und anderen Elektro-Stuff. Technik-Freak. Alles klar, wir haben sie gleich. Au! Aber jetzt. Da bringt die Drohne auch nichts mehr. Round 2. Fight! Sprengmeister Sonja Blade. Die Drohne ist ja dazu da, damit sie neue Granaten bekommt und somit natürlich neue Angriffe machen kann. Aber wenn Devorah ihren Schwarm holt und den guten alten BJ von hinten macht, dann bring Granaten neu. Hast du gar nichts zu melden. Findest du Laserwaffen nicht ein bisschen unfair? Wer bringt denn bitte schön Laserwaffen zu einer Prügelei mit? Säurekäfer. Okay. Larven, die aus meinem Bauch kommen. Okay. Aber Laserwaffen ist ein bisschen übertrieben, Lady. So. Zack. Zack. Ma. Fatality. Ihr Hals sieht ganz schön mitgenommen aus. Einstiche. Devorah. Der Sieg wird unser sein. Spüre den Zorn der Shokar. Round 1. Fight. Muss ich ehrlich gesagt passen. Keine Lust. Der Zorn ist nicht so meins. Larve schlägt Feuerball. Okay, Feuerball schlägt Larve. Ah, dieser Angriff. Dieser Angriff. Dieser Angriff. Der Mann und seine Feuerbälle. Oh, 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 oh. Partner. Können wir ihn hochheben? Nee, wir haben den nicht mal hochgehoben. Habt ihr das gerade gesehen? Normalerweise hebt sie ja die Gegner hoch, aber den hier, der war zu schwer. Round 2. Fight. Komm schon, kleine Larve. Breche mich. Ich glaube, diesen Schild hatte ich noch nie. Ich glaube, den hatte ich wirklich noch nie. Doppelfeuerball. Und Flammenwerfer und noch ein Feuerball. Also heute hat das irgendwie mit seinen Feuerbällen. Au. Gerade macht er mich irgendwie rund. Er macht mich extrem rund. Er hat gewonnen. Final round. Fight. Die unteren Arme sind so ein bisschen verkümmert. Unten hat er T-Rex-Arme. Wieso
Wieso machst du das jetzt? Was hast du getan, Goro? Wegen dir bröckelt da hinten jetzt alles. Yes! Aber der Schwarm kann diesen Koloss nach oben heben. Der bekommt es hin. Greifen nein, Schwarm ja. Ah, hier sehen wir es nochmal. Sie hebt ihn nicht nach oben. Nur so ein bisschen hebt sie ihn an. Mist, ich war zu schnell. Egal, jetzt sehen wir hier mal die wunderschöne Heldenpose. Eklig. Eklig. Devorah. Der Sieg wird unser sein. Insekt. Round 1. Fight. Klare Ansage hier von Shinnok. Eigentlich mein Meister. Jetzt mein Gegner. Oh, wieder die Variante. Die ist nervig. Die ist richtig nervig. Wegen seinen ultimativen riesigen Knochenhänden. Säure. Hat leider nichts gebracht. Hat auch nichts gebracht. Dafür bei dir hier. Ah, das ist so mies, der Angriff. Aber der Angriff ist noch schlimmer. Bam. Abflug. 33% macht der X-Ray. Wir genießen dein Leid. Round 2. Fight. Also stark ist sie auf jeden Fall. Sie ist schon wirklich eine krasse Lady. Ah, wenn er jetzt hier seinen X-Ray macht, macht er nicht. Gut. Seiner hier zieht auch ziemlich viel ab. Boah, ist das mies hier. Diese ganzen Säureangriffe. Insekt hier, Insekt da. Mist, eben gerade wollte ich die Säure von unten holen. Komm schon. Komm schon. Yes. Zittert vor mir, wenn ich die Macht des Erdenreichs absorbiere. Final Round Fight. Corrupted Shinnok. Gestern haben wir ja gelernt, in der PC-Version wird er übersetzt in verdorbener Shinnok. Aber irgendwie bei der Xbox One bleibt es Corrupted. Dieses Feuer ist so asozial stark. Wirklich ein krasser Typ. So, der X-Ray, Gott sei Dank. Denn ich glaube, der wollte mich gerade packen und in seinen Bauch drücken. Und wenn hier irgendjemand irgendwen in den Bauch drückt, dann wohl Devorah. So. Storytime. Devorahs eigentlicher Plan war es nicht, Shinnok zu vernichten, sondern ihn zu versklaven. Sie pflanzte Larven in seinen Körper, damit diese dort gedeihen konnten. Nachdem sie die gottgleiche Kraft ihres Wirts aufgenommen hatten, waren Devorahs Nachkömmlinge anders als alle Kaitin zuvor. Als sie heranwuchsen, fielen sie wie Heuschrecken über die Reiche her. Ihre Armee von Kaitin-Superdrohnen brachte Devorah ihrer geliebten Königin Ehre und Zerstörung über alle anderen. Okay, okay, das ist wirklich scheiße nochmal krank. Das ist richtig, richtig krank. Ich meine, sie hat ihn dann irgendwie besiegt, an die Wand gesponnen, ihn gefüttert mit ihren kranken Babys und dann Superbabys gezeugt. In seinem Bauch. Alienmäßig. Wow. Devorah, abstoßend. Wirklich absolut abstoßend.
Ja, wir sehen uns aber in der nächsten, vielleicht auch wieder abstoßenden Folge. Schreibt gerne in die Kommentare, wer sich denn hier prügeln soll. Wie immer, danke für eure Bewertung und tschüss!